Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den Chefredakteur des Neuen Deutschland in Berlin, Tom Strohschneider. Hallo. Hallo nach Thüringen. Herr Strohschneider, sicher macht es Sinn, dass wir Sie zum Beginn unserer Gesprächsreihe noch etwas besser kennenlernen. Vielleicht geben Sie unseren Hörern einen kleinen Überblick über Ihren bisherigen journalistischen Werdegang. Ich bin Journalist mit Leib und Seele und das ist deswegen vielleicht etwas bemerkenswert, weil ich Ende der 90er Jahre zum Journalismus gekommen bin, auf eine eher unfreiwillige Art und Weise. Ich hatte noch ein bisschen Zeit, bis zu meinem Zivildienst zu überbrücken und habe ein Praktikum gemacht. Und wie das dann so oft ist, man bleibt dabei und findet Spaß. Ich habe dann beim Neuen Deutschland in Berlin volontiert, habe mich relativ viel mit linken Bewegungen, mit der außerparlamentarischen Opposition und mit Gewerkschaften beschäftigt, später dann auch mit der PDS. Zur Fusion mit der WASG habe ich dann mit einem Kollegen ein Buch geschrieben. Wir haben den Schaffensprozess in einem offenen Blog dokumentiert. Und 2007 bin ich zum Freitag gegangen, der Wochenzeitung, habe dort 4 Jahre abgerissen und dann noch eine Station bei der Taz. Und seit 2 Jahren bin ich jetzt Chefredakteur. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe im Moment ein sehr, sehr unwohles Gefühl und ein ewiges Grummeln in der Magengegend, wenn es um internationale Politik geht. Ringsum sind düstere Wolkenfelder aufgezogen und es macht nicht etwa den Eindruck, als gäbe es wirkliche Diplomatie. Stichwort Ukraine. Dort ist ja ein Säbelrasseln im Gange, das an die schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges erinnert. Und nach dem NATO-Gipfel hat man auch nicht unbedingt den Eindruck, als wenn sich an der Strategie oder sagen wir besser nicht Strategie etwas ändert, sondern vielmehr, dass es eine handfeste Orientierung des westlichen Waffenbündnisses in Richtung Osten gibt. Liege ich da völlig falsch? Nein, ganz und gar nicht. Man kann sagen, dass der Gipfel in Wales eine NATO-Politik gewissermaßen ratifiziert hat, die ja eigentlich schon seit 10, 15 Jahren läuft. Mhm. Also die Ausdehnung nach Osten ist seit den frühen 1990er Jahren Realität. Und ohne die Politik der russischen Regierung oder das Vorgehen Putins in irgendeiner Weise zu entschuldigen, muss man natürlich klar sagen, hier wurde durch den Nordatlantischen Pakt nicht nur russische Erwartungen enttäuscht, sondern auch Zusagen gebrochen. Und wenn wir uns dann anschauen, wie zum Teil in den vergangenen Wochen Öl ins Feuer gegossen worden ist, mit welcher teilweise aggressiven Weise dort rhetorisch gezündet wurde, dann stimme ich mit Ihnen da ganz überein. Da kann man schon die eine oder andere Sorgenfalte auf der Stirn bekommen. Zumal, und das wissen nicht nur Journalisten, sondern das wissen oft auch die Leserinnen und Leser und die Hörerinnen und Hörer am besten, es kann natürlich in einer solch angespannten Lage dann auch der eine oder andere Punkt kommen, in dem sowas auch außer Kontrolle geraten, das wäre natürlich furchtbar. Nun, wie kann man denn wirksam Politik gestalten, um Spannungsgebiete dauerhaft zu befrieden? Also welche Strategien gäbe es denn, welche Alternative sehen Sie, um solche internationalen Probleme in der Zukunft zu lösen? Es gibt da 2 Ebenen. Die eine wäre kurzfristig. Und kurzfristig würde bedeuten, dass man in Anerkenntnis einer ganz, ganz schwierigen Situation alle Beteiligten an einen Tisch holt und dort ganz offen darüber redet, wie jetzt aber auch ganz schnell erst einmal die Waffen dauerhaft schweigen, denn dieser Konflikt, diese Krise, die ja in Wahrheit ein real existierender Krieg ist, über 2000 tote Menschen, die nicht mehr aus ihren Häusern kommen, die nicht mehr zur Arbeit gehen können, die um ihr Leben fürchten müssen, scheint mir doch sehr notwendig, dass wir in allererster Linie dort eine Situation ermöglichen, die zivilen Kräften, Verhandlungen und humanitärer Hilfe erstmal den Weg öffnen. Das wäre sozusagen die kurzfristige Variante. Die längerfristige Variante würde schon mit einer ganz umfangreichen Umorientierung außenpolitischer Grundsätze zu tun haben. Wir kommen nicht mehr hinter diesen Punkt zurück, an dem Anfang der 90er Jahre der Russland damals versprochen worden ist, dass die NATO keine Truppen jenseits der früheren DDR Richtung Osten stationiert. Wir haben jetzt erlebt, dass da mit schnellen Eingreiftruppen und möglicherweise sogar noch darüber hinausgehenden Kontingentverschiebungen geplant wird. Das ist gefährlich. Mhm.
Diese militärische Logik müsste überwunden werden. Der zweite Punkt ist, das ist ja auch ein Ergebnis des Gipfels von Wales gewesen, die NATO hat dort durchgesetzt, dass wieder über Rüstungsproduktion in einem Maße gesprochen wird, was mich beängstigt, denn ja. Die Waffen finden immer ihren Weg und sind meines Erachtens nicht der geringste Beitrag zur Friedenssicherung. Ein dritter Punkt aus meiner Sicht wäre, dass in den politisch-ökonomischen Fragen man sich an einen Tisch setzt und zumindest darüber nachdenkt, was eigentlich die Hintergründe für diese ganzen Auseinandersetzungen sind. Es geht ja hier in der Ukraine-Krise nicht allein darum, dass dort Russland unter Führung Putins regionalpolitische Ziele verfolgt, die ukrainische Regierung nach einem Putsch unter Zuhilfenahme rechtsradikaler Kräfte eine Westorientierung durchsetzen will, sondern da geht es natürlich im Hintergrund auch ein bisschen um die Neuordnung des globalen Energiemarktes, die USA da so sehr engagiert ist, mag ja vielleicht auch damit zu tun haben, dass sie ein größeres Interesse daran haben, ihr Fracking-Gas in Europa loszuwerden. Und wenn vielleicht Russland als Energielieferant irgendwann ausscheidet aufgrund seiner Konfliktlage, dann hätte die US-Energiewirtschaft bessere Karten. Also ich glaube, dass wir auch ganz genau auf solche politisch-ökonomischen Hintergründe gucken müssen. Und dann steht, glaube ich, für die deutsche Politik eine Frage. Es gibt viel zu kritisieren am Kurs von Merkel und Steinmeier in der Ukraine-Krise. Das ist nicht der Punkt. Aber sie haben im Konzert der NATO-Staaten doch eher die moderate und zurückhaltende Rolle gespielt. Ja. Die USA haben im Bündnis mit osteuropäischen Partnerstaaten die Konfrontation gesucht. Da geht es auch um die sicherheitspolitische Hegemonie innerhalb der NATO. Da geht es darum, dass es Kräfte innerhalb der NATO gibt, die dieses Bündnis als dezidiert militärisch ausgerichtete Ordnungskraft wiederbeleben wollen. Deswegen ja auch die Aufrüstungsbotschaft jetzt vom Gipfel. Und die Bundesregierung muss sich dann überlegen, da sie ja, wenn das glaubhaft sein soll, auf Diplomatie eher setzt und sich aber innerhalb der NATO nur begrenzt durchsetzen kann, was den Kurs angeht, dann muss sie darüber Alternativen nachdenken, auch über bündnispolitische Alternativen. Das wird hierzulande in der politischen Debatte immer so getan, als wenn man da ganz und gar nicht drüber reden kann. Aber warum eigentlich nicht? Und was mich etwas irritiert ist, die UNO hat in diesem Konflikt im Prinzip gar keine Rolle gespielt. Was ist eigentlich mit den Vereinten Nationen? Welche Rolle wollen wir ihnen zubilligen in der internationalen Konfliktregulierung? Was muss dafür an der UNO auch reformiert werden? Da gab es vor 10 Jahren mal eine rege Debatte. Was ist eigentlich aus der geworden? Also da würde ich mir wünschen, dass man darüber wieder spricht. Und dann wäre eine Variante natürlich eine deutlich stärkere OSZE. Die OSZE darf nicht nur mit Militärmissionen sozusagen nachsorgende Beobachteraufgaben haben, sondern da kann angeschlossen werden an eine, wie ich finde, nicht unumstrittene, aber zumindest unter den damaligen Bedingungen ja bemerkenswerte Politik, nämlich die KSZE-Politik, also den Versuch, Mächte, die ganz, ganz divergierende Interessen haben, die doch relativ rasselnd aufeinander zurasen, dann doch auf der Ebene der Diplomatie an einen Tisch zu bringen und eine friedliche und zivile Konfliktlösung zu versuchen. Da würde ich mir wünschen, dass auch in der deutschen Politik diese Debatte darum etwas stärker und lauter geführt wird.